Moin und herzlich willkommen zu Folge 14 des Plays von Euro Truck Simulator 2. So, soweit ich weiß, im letzten Mal gab es ja noch ein Elefantenrennen, was ich verloren geben musste. Ja, der LKW ist weg. Das kann ich auch nicht mehr drehen. Mir ist auch aufgefallen, dass ich beim letzten Mal ziemlich leise war. Ich hoffe, dass das jetzt nicht der Fall ist. Und ich hoffe, dass auch jetzt die Bildqualität noch ein Stückchen besser ist als beim letzten Mal. Bei der Tonqualität hat sich ja einiges getan. Also das Rauschen des Wetters ist mir vorher nie so wirklich aufgefallen. Das wundert mich irgendwie. Erst als ich darauf angesprochen wurde, dann habe ich mir die Folgen nochmal angesehen und habe gemerkt, das rauscht ja total. Also ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe das vorher gar nicht registriert. Jetzt kann ich mir die ersten Folgen fast gar nicht mehr antun, weil ich mir denke, oh Mann, das rauscht aber wie blöd. Naja, jetzt versuche ich das Rauschen zu beheben mit der Rauschentfernung von Audacity. So. Ich habe mir noch mal was überlegt bei der Frage, welchen LKW ich mir als erstes anschaffen werde. Und zwar, ich habe sowieso vor, mir im Laufe dieses Let's Plays jeden LKW zu kaufen, den es gibt. Moment, wie viel gibt es eigentlich? Ich zähle mal kurz durch. Es gibt einen DAF, einen MAN, drei Mercedes. Jetzt 5, 1 Scania, 6, einen Volvo, 7, 2 Renault, 9, ein Peterbilt, 10, ich glaube es waren 11, oder meine ich, habe ich da was habe ich da vergessen, verdammt, ich habe ihn jetzt vergessen. Ich weiß es nicht. Ah, Iveco. Ein Iveco. Das wären dann 11. 11 LKW. Und ich glaube, ich weiß schon, welchen ich mir als ersten anschaffen werde. Und zwar den günstigsten. Und das dürfte der Mercedes Achser sein. Mit ca. 87.000. Also wird jetzt gespart bis zu 87.000 Euro. Und dann kommt der erste LKW in die Garage. Freue ich mich schon drauf. Aber ich will kein Kredit aufnehmen, ich will das ruhig angehen. Und jetzt fängt es an zu regnen. Scheibenwische an. Auf die rechte Spur rüber. Ach, Regen. Wie weit haben wir es eigentlich noch? Wir sind gerade in Belgien. Ja, stimmt. Ich erinnere mich daran, dass wir vorhin an der Flagge vorbeigefahren sind von Belgien. Was haben wir geladen? Wir haben Autoteile geladen. 10 Tonnen. Wie? 4.500 Euro. Aber trotzdem nicht viel, wenn man bedenkt, dass man 87.000 haben will. Das ist noch eine ganze Ecke nötig. Das ist ja immer noch viel weniger als die Hälfte. Aber wir steigen Level auf, dann können wir auf Fernfahrt zum Beispiel verteilen, dann können wir längere Touren fahren, die längeren Touren geben mehr Geld und dann sind wir auch schneller bei dem Geld angekommen. Also ich glaube, als erstes werde ich mit Mercedes Achser kommen. Ich habe mir gerade das Mikro zurechtgerückt, ich glaube, das war ein bisschen weit unten. Kann sein, dass es jetzt wieder ein bisschen leise war. Ich hoffe es nicht. Ah, jetzt muss ich bremsen. Oder? Ich ziehe jetzt schnell rüber. Ja, das passt. Der Tempomat ist noch drin, obwohl ich vorsichtig fast auf die Bremse gegangen wäre. Wow, was war das? Och, Mann. Ich weiß nicht, wie das passiert. Das passiert manchmal, das mit dem Lenkrad, was gerade eben passiert ist. Vielleicht muss ich da irgendwie eine Reaktionsschwelle einstellen, damit das nicht passiert.
Manchmal zuckt das Lenkrad im Spiel auf einmal. In Wirklichkeit bewege ich das eigentlich gar nicht. Und im Spiel zuckt das auf einmal so und ich glaube, da habe ich auch schon mal Unfälle gebaut, wenn das so gezuckt hat. Ist nicht so witzig, wenn man dann Schaden hat, zu dem man eigentlich gar nichts kann. Oh, ich muss darüber, merke ich gerade. Ich will ja nicht umkippen. Und wie immer wählen wir die Worte. Ich weiß nicht, was ich sagen kann. Oder was ich reden könnte. Keine Ahnung. Ich könnte ja sagen, was ich für die Zukunft dieses Unternehmens plane. Und zwar, wenn ich mir den ersten LKW gekauft habe. Klar, also, das ist klar. Ist eigentlich nicht klar. Also, ich wollte sagen, ich spare das Geld für den Ausbau der Garage, ohne vorher in den LKW zu investieren. Ich weiß noch nicht. Vielleicht kaufe ich den in der günstigsten Ausführung. Dann hole ich mir möglichst früh Angestellte. Dann ist das Geld ein bisschen schneller. Ohne dass ich einen Kredit aufgenommen habe. Komme ich dann auch ganz schnell an Geld. Dann kaufe ich mir von jeder Sorte einen LKW in der günstigsten Ausführung. Der kriegt einen Fahrer zugeordnet. Und dann werde ich dann nacheinander die LKW tunen. So auf die höchste PS-Zahl und so. Also die höchste realistische PS-Zahl vielleicht eher. Weiß ich noch nicht. Na gut. Jetzt die tausende Marke kann ich glaube ich auch gar nicht überschreiten. So viele solche Motoren habe ich gar nicht zur Auswahl. Nee. Ich meine so 800 PS. Ich meine, es ist zwar viel, aber doch. Ich glaube, so ganz und gar unrealistisch ist es vielleicht doch nicht. Es hat keine Serienausführung. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in Wirklichkeit auch funktionieren würde. Ich meine, ich bin jetzt kein Technik-Experte, aber ich könnte es mir vorstellen. So, die Folge neigt sich dem Ende. Ich muss hier rüberfahren, damit ich nicht falsch fahre. Vielen Dank für das Ansehen des Videos. Wie immer, über Bewertungen, positiv wie negativ, würde ich mich freuen. Und noch viel mehr über Kommentare, von denen ich in letzter Zeit einige bekommen habe. Da waren zwar immer die gleichen Kandidaten, aber ich glaube, viel mehr haben noch nicht zugesehen. Was auch nicht weiter schlimm ist. So, dann bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!